Herzlich willkommen. Ich zeige heute, wie man bei einem rechtwinkligen Dreieck den Flächeninhalt ausrechnet. Okay, als erstes zeichnen wir ein rechtwinkliges Dreieck. Das ist eigentlich völlig egal, wie wir das zeichnen. Hauptsache, es muss einen rechten Winkel haben. Ich male jetzt einfach mal so eins. Dann beschriften wir das noch. A, B, C, C, A, B. So, und jetzt wollen wir den Flächeninhalt ausrechnen. Deshalb machen wir erstmal mit einer gestrichelten Linie ein Quadrat daraus. Das geht in diesem Fall so. Das ist bei anderen Dreiecken natürlich anders, aber auch in der Technik. So, dann sieht das so aus. Jetzt können wir den Flächeninhalt von dem Quadrat ausrechnen. Das sind 3 cm bei 3 cm sind 9 cm. Aber wir wollen ja den, also 9 Quadratzentimeter. Wir wollen aber nicht den Flächeninhalt von dem Quadrat, sondern von dem Dreieck. Aber weil dieses Quadrat geteilt durch 2 ist so groß wie die Hälfte von dem Quadrat, also diesem Dreieck. Und deshalb teilen wir diese 9 Quadratzentimeter durch 2, sind dann 4 Quadratzentimeter. Ja, Quatsch, 4,5 Quadratzentimeter. Also hat das Dreieck 4,5 Quadratzentimeter Flächeninhalt. Okay, danke fürs Zugucken. Ciao.